Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich freue mich immer wieder etwas mit euch zu teilen und gerade auch darum, da wir dadurch auch in das Ausharren verstärkt werden und dass wir darin auch wachsen können, uns gegenseitig auch ermuntern, ermahnen können. Und es freut mich auch immer wieder in eure Kommentare, wo ich merke, ihr stärkt meinen Rücken und ihr seid im Gebet hinter mir. Und ich wurde in einem Kommentar von einem Bruder angesprochen, ob ich nochmal von dem Feigenbaum sprechen kann in Matthäus 24. Und da kamen so einige Gedanken auf mich zu über dieses Thema. Es geht natürlich, da spricht Jesus in Matthäus 24, darüber habe ich schon ein Video gemacht. Da will ich auch keine Wiederholung reingehen. Er spricht über die 70. Jahrwoche und nicht über unsere Zeit. Das verwechseln viele und machen das sehr gerne. Aber das ist ihre Sache. Ihr könnt es nachprüfen. Anhand der Evangelium Paulus, da kann man deutlich sehen, das ist nicht für unsere Zeit gemeint. Es ist hier so geschrieben, ich lese mal zwei Übersetzungen. Das schreibt in der Elberfelder Übersetzung in Matthäus 24, 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass das Sommer nahe ist. Ja, und in der diese jüdische Bibel, neutestamentlich, da schreibt, so lernt nun von Feigebaum, wenn seine Zweige ausgeschlagen und Blätter erscheinen, wisst ihr, dass der Sommer nahe kommt. Es hat mich eigentlich bewegt, dieses Video zu machen, weil ich merke, dass viele Ereignisse auf uns zukommen, was eigentlich nicht ganz neu sind, aber diese Ereignisse sind neu. Wir sehen auch auf YouTube, aber nicht nur, erwachen viele Rabbis aus dem Jüdischen, die eigentlich lehren, dass Paulus und weil Paulus, dann ist auch Christus gemeint, leider. Und auch wir, die die Lehre Paulus vertreten und dem auch glauben, und das ist auch richtig so, dass wir zu diesem Kirchendogma gehören, weil nur wer die Tora ernst nimmt, der ist richtig. Es wird immer mehr, es erwachen immer mehr Rabbis und Lehrer und natürlich, das sind auch diejenigen, die unter Gesetz leben, sehr glücklich damit. Und meine Lieben, das ist eine Welle der Verführung, gewaltig. Und das muss sein. Das heißt, unser Herr ist nahe. Und ich freue mich sehr, das zu sagen. Das, was ich hier in dieses Video sage, von dem Feigenbaum, das freut mich, weil diese jüdischen Männer, diese Rabbis, bezeugen uns, dass Jesus Christus bald seinen Leib holt.
Es geht hier eigentlich nichts anderes als um einen Gleichnis. Und meine Lieben, wir wissen, dass der Feigebaum Israel auf Israel gedacht ist. Ich muss mal so sagen, es ist schon interessant, in der Gleichnis Jesus, als in Lukas 13 sprach der Herr den Gärtner. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche ich Frucht an diesem Feigebaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unbrauchbar. Das ist eine ganz deutliche Sache. Jesus war 3 Jahre in Amt. 3 Jahre. Nach 3 Jahren starb er. Und er sagt, lass ihn noch 1 Jahr, sagt der Gärtner, und dann hau ihn ab, wenn er keine Früchte bringt. Und wir wissen, dass nach diesen 3 Jahren, wo Jesus gelebt hat, nach seinem Tod, wurde Israel das Feigebaum ausgeschnitten. 70 nach Christus, also in dem 4. Jahr. In Hesekiel, wo der Prophet spricht, dass am 2. Jahr wird er uns aufrichten, beleben und am 3. Jahr aufrichten, das geht schon die 2 Jahre Gnade, die 2000 Jahre Gnadezeit und am 3000. Jahr, also die letzten 1000 Jahre, wo auch das, die 1000 Jahre Dings sind, wie heißt es? Ihr wisst es, was ich meine, wo Jesus da kommt auf die Erde, Friedensreich oder wie das heißt. Ich habe auch manchmal so ein Blackout, ich bin auch nur ein Mensch. Danke für eurem Verständnis. Also dazwischen wird die 7 Jahre, die 70. Jahrwoche Israels sein, wo der Antichristus dann seinen letzten Schlag schlägt. Und dann ist es aus, dann kommt natürlich nach dem 1000-jährigen Friedensreich, kommt dann nochmal der Teufel und dann ist es aus. Aber, ja, und also am 3 Jahre hat keine Frucht gebracht. Als Jesus da war, haben die Juden ihn nicht angenommen. Die haben keine Frucht gebracht. Am 4. Jahr wurde er ausgeschlagen. Israel war nicht mehr. Und hier ist dann bei der Endzeitrede in Lukas 21, 29 schreibt und sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigebaum und alle Bäume. Ja? Man sieht eigentlich alle Bäume, auch die Nationen, auch Israel. Die muss man betrachten, wenn man über die Endzeit spricht. Weil das ist die klare Linie, die uns zeigt, wo wir sind. Jetzt ist das ein Gleichnis, wenn ihr seht, dass es weiche die Zweige ausgeschlagen sind und Blätter erscheinen, wisst ihr, dass der Sommer kommt. Jetzt ist es so, ich habe mir sehr Gedanken gemacht drüber. Es ist so, wir wissen aus dem Gleichnis des Seemanns, ja, und in Lukas 8, 5, das wird auch sehr deutlich beschrieben, der Seemann ging aus, seinen Samen zu sehen, indem er säte, fiel eines an den Weg und wurde zertreten, der andere Vögel fraßen ihn auf und der eine fiel in gutes Boden. Wir wissen, dass alles trägt Samen. Der Mensch trägt Samen, die Tiere tragen Samen, die Bäume tragen Samen, das Gras trägt Samen, die Blumen trägen Samen, alles haben Samen. Und es ist so, dass dieser Samen muss in die Erde kommen und es muss sterben. Und das ist auch für einen Christ sehr wichtig zu wissen. Man denkt immer, wenn ich jetzt zum Glauben gekommen bin,
dann muss ich gleich auch Früchte bringen, weil es ist geschrieben, ihr erkennt sie nach ihren Früchten. Und wir wissen eins, dass auch ihr Lehrer werden nach ihren Früchten oft sehr spät erkannt. Aber auch Christen werden oft sehr spät an ihre Früchte erkannt. Warum? Und das will ich jetzt erklären. Also, es ist so, der Samen fällt in den Boden. Der stirbt. Und aus diesem gestorbenen Samen wächst dann der Baum. Wenn das Baum wächst, dann haben wir nur so eine Stange. Und dann sehen wir so ab und zu mal kleine Blätter, aber es sind noch keine Früchte. Aber der Baum ist da. Das muss so sein. Das heißt, wir sind am Anfang noch ganz schwach. Wir sind ausgetan, den Sturm und so. Und da kann man kippen, kann man brechen, weil es noch nicht stabil ist. Deswegen brauchen wir den Schutz Gottes. Und Gott bepflanzt uns nicht nur, sondern er tut uns auch wachen, wenn wir voll vertrauen. Ja, das ist sehr wichtig. Und es ist so, wenn die Bäume da sind, wenn sie noch klein sind und noch keine so richtig Blätter, da weiß man oft nicht, man muss ein Spezialist sein, also man kann schon sehen, Baum, Apfelbaum oder Kirschbaum oder Dings, ist es noch nicht so großes Unterschied. Und deswegen ist oft das der Fall, wenn so ein Irrlehrer da ist, denken wir, es ist ein gutes Baum. Und erst mit der Zeit merken wir, dass seine Früchte grauenvoll sind. Die sind nicht so, wie in Eden beschrieben ist, dass alle Früchte nicht nur schön für die Augen, sondern die schmecken auch. Deswegen sagt auch Paulus und auch das ganze Neue Testament und Jesus auch, an ihre Früchte erkennt sie. Wenn die Zeit der Frucht bringen kommt, dann erkennt man. Und auch bei im Leben eines Christen muss er erstmal wachsen. Er muss erstmal weiche Äste bringen, er muss Blätter bringen und dann kommen erst irgendwann auch die Früchte und die sind dann sichtbar und essbar. Das ist sehr wichtig. Wir wissen, dass viele Bäume müssen oft noch gestutzt werden und gepflegt werden, weil entweder sind sie krank. Sie haben Läuse und sie haben das und jenes und die bringen deswegen auch keine richtige Frucht, weil die noch im Krankheitszustand sind und der Herr pflegt und pflegt und pflegt. Er ist wirklich gewaltig, unser Herr. Und ich danke ihm, dass er in dieser Gnadezeit sich so viel Zeit nimmt für uns. Und so ist es auch mit dem Feigebaum, meine Lieben, und ich habe gerade jetzt gemerkt, dass ich ein bisschen fehl am Platz war. Mit was? Ich habe immer gesagt, ja, Israel jetzt ist eine Nation. Das heißt, dass das Ende ist nah. Und das ist auch schon richtig, aber nicht ganz richtig. Die Ereignisse von die letzte Zeit haben mir gezeigt, dass dieses Gleichnis auf etwas anderes sich bezieht. Wir wissen, dass seit 1980 oder 67 oder wann Israel als Nation da war und dann die Sechstagekrieg und haben die Golanhöhe und so weiter und wir haben heute das Israel als vollkommen Land, als starke Gegner und Partner da. Mit Atombomben und mit alles Mögliche, mit einer guten Technik und alles Mögliche. Aber wir haben etwas noch jetzt dazu. Und wir sehen die letzten Jahre, zumindest die letzten 3, 4 Jahre, dass Israel ganz wild darauf ist,
das Tempel zu bauen. Und meine Lieben, das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr seht, die Äste weich werden, die Zweige ausschlagen, ja, und schon fangen die an, Blumen zu bringen, wonach die Früchte kommen. Israel will nicht nur das dritte Tempel bauen. Wir haben gesehen, dass jetzt aktuell, das rote Kuh entstanden ist. Wie das gezeugt wurde und wie das, manche sagen, das ist künstlich gemacht und was auch immer, aber das rote Kuh ist da und Israel freut sich. Israel fängt an, sich zu bewusst zu machen, dass sie von der Tora weg sind und sie kehren alle zu Tora zurück. Die wollen jetzt wieder das Tempel bauen. Warum? Um wieder Opfer zu bringen, um wieder das alte Bund aufzunehmen, was nicht mehr gilt, leider. Aber das wollen sie nicht wissen, weil sie noch Christus nicht angenommen haben. Aber sie werden ihn erkennen, den sie ihn gekreuzigt haben. Das wissen wir deutlich aus den Prophezeiungen. Da will ich auch nicht rein. Wichtig ist, dass wir sehen, dass viele Rabbis und viele Lehren jetzt aus Israel auf die ganze Nationen ausströmt, die sagen, die Tora ist das Wichtigste. Das ist, meine Lieben, wo man erkennt, dass der Sommer nahe ist und dass der dritte Tempel erbaut werden kann, muss auch die Gemeinde weg sein. Da muss auch die Gemeinde weg sein. Dass sie dann in Drangsal getrieben werden, ist es auch sehr wichtig. Hier ist noch ein Punkt, was sehr wichtig ist für uns, aber vorhin in Vers 10, also Matthäus 24, Vers 10, und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden auferstehen und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in meisten erkalten. Das ist natürlich in der letzten 70-Jahr-Woche gedacht, aber wir leben schon in der Vorwehen dieser Zeit. Erstens ist, wir sehen, dass zwischen Kind und Eltern und zwischen Eltern und Kind ist diese Harmonie, die wir aus die ältere Generation aus unserer Kindheit kennen, nicht mehr gegeben. Das Gesetz schützt den Kind vor das Gute. Das Gesetz schützt das Kind, das Gesetz des Menschen meine ich, schützt das Kind, dass das Kind sich richtig entwickeln soll, dass er die Gerechtigkeit erfahren soll, er schützt sie davor und er treibt sie in die Sündhaftigkeit regelrecht. Und da schreibt, da wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Warum auch? Weil dann wird auch der Antichrist da sein. Und dann wird die Gesetzlosigkeit so Hand nehmen, dass in den ganzen Menschheit außer der Auserwählten und diejenigen, die noch Gott wirklich aus Herzen nachgehen, wird die Liebe erkaltet. Aber wir sehen schon in der heutigen Zeit, wo das Gesetz zur Gesetzlosigkeit wird,
wo es verkündigt wird, das Kommen des Antichristen, und gewartet wird schon ganz enorm auf dem. Also man sieht, die Welt selbst kündigt, dass Ein-Mann-Regierung wird kommen. Und wir müssen gar nicht weit gehen hier in Deutschland. Wir wissen, dass die Frau Merkel ist kurz vor Abdanken, und wer weiß, wer an ihre Stelle kommt. Es soll geredet sein, dass ein harter Mann auf ihre Thron kommt. Was das schon bedeuten will, will ich nicht aussprechen, aber es kann möglich sein. Und meine Lieben, das zeigt uns heute, dass Jesus bald wiederkommt. Und das bald ist wirklich sehr bald. Ja? Und dass das Evangelium des Reiches, Paulus predigt nicht das Evangelium des Reiches, aber da will ich gar nicht reinkommen, Petrus auch nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Es ist wichtig zu sehen, diese Sachen passieren dann enorm in den 70. Jahrwoche, aber es sind die Vorwehen, ja auch die Naturkatastrophen, auch das Volk gegen Volk, das ist jetzt schon noch harmlos. Aber das, was kommen wird, wird es noch gewaltiger sein. Noch gewaltiger sein, ja. Und so ein Land wie Ungarn, der sagt, wir möchten christlich bleiben, der wird nicht leicht haben, ja. Aber dass ich möchte hier keine Politik machen. Was ist dann noch wichtig hier in Matthäus 24? Ich habe jetzt hier zwei Übersetzungen und ich möchte die beide vorlesen. Es ist auch sehr wichtig, weil man versteht es besser. Da schreibt, wenn, also Vers 15, Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem, der Daniel, dem Propheten, geredet ist, an der heiligen Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Ja? Und in den neutestamentlichen jüdischen Übersetzungen ist es so geschrieben, wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung bringt, von dem der Prophet Daniel gekündet hat, im Heiligtum stehen seht, möge der Leser die Anspielung verstehen, das wird die Zeit für die in Jehuda sein, in die Hügel zu fliehen. Es ist eine Tatsache, dass Israel wird den Antichrist selbst in sein Land bringen. Wir wissen erstmal aus der Offenbarung 1, der falsche Prophet, der lebt in Israel, ist ein Jude. Und die Juden bringen eigentlich den falschen Prophet rein. Lasst uns mal einen kleinen Einblick sehen, es ist ganz interessant. Israel wird nie mit jemand handeln, der gegen Israel ist. Aber Donald Trump, der für die Juden da ist, Donald Trump ist vergöttert in Israel. Weil Donald Trump als amerikanischer Präsident ist für Israel. Und was meint ihr, wer Daniel gelesen hat, weiß es genau, es ist geschrieben, dass der Fürst wird 7 Jahre Bund schließen. Und das ist für Israel die Vergötterung des Antichristen. Er meint gut mit uns, er ist unser Mann. Und wenn er dastehen wird, und das, was nachdem sich gesehnt haben, wieder kaputt macht, die Juden, also sich gesehnt haben nach dem dritten Tempel und entweiht das Tempel, dann wird sich das Wahre zeigen, das wahre Gesicht des Antichristen. Und die werden ihn erkennen. Das ist auch mit dem Samen so. Der Teufel braucht auch sein Wachstum.
Er wächst zu Baum, er bringt Blätter und alle denken, wow, das ist ein schönes Baum. Aber erst seine Früchte wird er zeigen, wenn er da an der heiligen Stätte steht. Dann wird seine Frucht bringen. Und da werden alle davon kosten und merken, wie grauenvoll das schmeckt. Jesus hat auch genauso diesen Gang gehabt. Als Jesus geboren worden ist, ist der Samen gesetzt worden. Mit seinem Tod ist er gestorben. Und durch seinen Tod ist er zu einem immensen Baum gewachsen. In diesem Baum sind wir Christen drin. Und was sagt Paulus? Was warten die Nationen? Die Offenbarung des Menschen, Kinder, des Gotteskinder. Die Offenbarung des Gotteskinder. Das heißt, die Frucht, unsere Frucht wird offenbart werden, wenn wir mit Christus dann wiederkommen, dann werden die Nationen wissen, wer wir waren. Freut euch drüber. Das ist ein tolles Ereignis. Das ist ein tolles Ereignis. Also Israel wird natürlich für diesen Antichrist offene Türen haben. Der macht doch einen Friedenabschnitt mit Israel und mit den ganzen Rumrum. Die werden 3,5 Jahre Frieden haben. Frieden und Sicherheit werden die schreien. Und wenn sie da schreien, dann ist der Gräuel in der Heiligtum. Nicht jetzt, nicht in unserer Zeit, wenn sie Frieden und Sicherheit, wir schreien auch hier Frieden und Sicherheit, weil das muss so sein. Dass diese Schreifrieden und Sicherheit von heute ist die das Vorbereitung für das Frieden und Sicherheit, was kommen wird. Aber erst muss die Gemeinde entzückt werden, dann fängt die 70. Jahrwoche an und dann geht's los. Es ist gewaltig, meine Lieben. Jetzt ist es so, wir sehen heute, dass es unheimlich an falsche Propheten da sind. Das YouTube ist voll mit Träumereien. Träume einen Traum nach dem anderen. Jesus hat gesagt und Jesus hat zu mir gesprochen. Und da möchte ich wirklich mit Vorsicht das genießen. Ich sage nicht, dass ich keine Träume hatte, aber die 2 Träume, die ich hatte, die 3, die waren persönlich für mich, meine Person. Und die Träume sollen eigentlich und sowas mehr an die Gemeinde oder an Persönliches, also mehr persönlich, aber die Prophetie und Weissagung sollen zur Erbauung der Gemeinde dienen. Ja? Also ich würde sehr vorsichtig damit sein, jeder muss es selber wissen, ich urteile über niemand, aber man soll wirklich vorsichtig damit umgehen. Weil diese falschen Prophezeiungen und die falschen Träume sind schon angefangen in unserer Zeit. Weil wir sind gerade in der Zeit der Übergang zwischen Ende der Gnadezeit des Leibes und Anfang der 70. Jahrwoche. Und gerade in diesem Anfang fängt schon an mit der Häufigkeit der Irrlehren. Und gerade das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sehr viele jüdische Rabbis lehren schon die Tora und dessen Wichtigkeit. Lauft nicht dem nach. Wir leben in der Gnade und wollen in der Gnade bleiben. Lasst es weitergehen an euch. Aber das alles ist für uns ein Zeichen, dass Jesus ist schon an der Tür, die Tür öffnet sich
um uns zu holen. Da kann ich nur einen Halleluja sagen und einen Amen dazu. Wir haben normal versprochen, das fünfte Teil der Schöpfungsgeheimnisses zu machen. Das kommt auch noch, so weit Gott will. Ich habe mich gefreut für die zwei Lieder, was ich euch vorsingen durfte. Ja, es ist noch vielleicht ein Punkt, wo ich ansprechen möchte. Das ist jetzt gekommen. Es ist die Rede, dass die 10 Stämme Israels sind hier in Europa. Möchte sein. Spielt aber überhaupt keine Rolle, ob die hier in Europa sind oder in Afrika sind alle. Weil hier spielt nur eins eine gewichtige Rolle. Sind wir in Christus oder sind wir nicht in Christus? Wer in Christus ist, ist gerettet, egal wo er hingehört. Ob er Jude ist oder nicht Jude ist. Jetzt sind wir alle Juden, ob Ungar, Rumäne oder Japaner, Roma oder Engländer oder Deutsche oder Norweger. Das sind alle die 10 Stämme Israel. Das ist, also ich denke nicht, dass es richtig ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass zwischen uns leben auch die, die aus den 10 Stämmen Israel sind. Es leben viele Juden hier, auch in Deutschland und Norwegen und in Ungarn. Und dass sie vielleicht zu den 10 Stämmen gehören, das kann ich schon unterschreiben. Aber dass, wenn Christen kommen und sagen, gehöre ich jetzt zu den 10 Stämmen und wie soll ich mich verhalten? Dann frage ich mich, hast du den Christus angenommen? Hast du von Christus überhaupt gehört? Oder lässt dich veräppeln von solchen Lehren, was eigentlich dir überhaupt nichts bringt? Wir wissen, dass in Christus gibt es kein Jude und kein Grieche. Alle gehören zu den Nationen. Also hör auf, deinen Kopf zu zerbrechen von Amos oder von weiß nicht was. Die 70. Jahrwoche wird seine Frucht bringen. Aber wir leben in der Gnadezeit Christi noch. Und solange wir da leben und da sind noch, dürfen wir gehören, besser gesagt, den Christus. Und ich muss mir nicht zermalmen den Kopf, ob ich zu den 10 Stämmen Israel bin oder nicht. Ich sehe auch sehr viele Christen, die laufen nach Israel. Die vergöttern schon Israel. Ich liebe Israel auch. Ich liebe die Juden. Ich liebe die Juden auch. Aber die Juden sind nicht mehr als wir. Und auch nicht weniger. Ein Deutscher ist genauso viel wert wie ein Jude in Gottes Augen. Es ist schön, nach Israel zu gehen und zu sehen, wo der Herr gestorben ist, wo er gelebt hat. Das ist wirklich schön. Aber heute wird so mal so eine richtige Vergötterung Israels ausgeübt und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich war leider noch nie in Israel, hatte auch nie das Geld dafür. Ich bin froh, meine Kinder zu ernähren können. Also dafür habe ich noch nie das Nötige gehabt. Und ich sage nicht, ich würde mich schon freuen, diese Städte zu sehen. Aber mir ist egal, wer vor mir steht, ob ein Jude oder ein Ungar. Oder ein Deutscher oder ein Engländer oder Amerikaner, ein Roma oder was auch immer. Oder ein Afrikaner. Die sind alle gleich. Gott liebt sie alle gleich. Heute gibt es nicht, du bist ein Jude, ich liebe dich mehr. Und du bist kein Jude, ich liebe dich weniger. Und wer das nicht versteht, ist selber schuld. Natürlich, ich bete für Israel auch, wie auch für euch alle. Ich bete für die Gemeinde, für das Leib Christi. Dass wir noch auch im Frieden leben können, bis die Entrückung kommt. Dass wir noch zu pappen haben, bis die Entrückung kommt. Aber Gott ist der, der das letztendlich entscheidet. Aber eins weiß ich, egal was kommt, Gott sorgt für mich.
Bist du dabei? Da hör auf, anderen Lehren nachzulaufen. Sei nicht so dumm wie die Galater. Sei nicht so dumm wie die Galater. Lies mal Galaterbrief durch. Lass dich nicht von jeglichen Fabeln und Irrlehren verführen. Lies mal Kolosserbrief. Epheserbrief. Lies mal und verstehe. Ja, meine Lieben, das Gleichnis von dem Feigenbaum. Die Früchte haben eigentlich in Glaubenshinsicht und nicht als eine Situationshinsicht, also dass ich jetzt ein Staat bin. Ich bin stark, ich bin schön, ich bin munter oder ich bin niedergeschlagen, ich bin krank, ich bin nicht blauäugig. Sondern die Früchte haben mit das, was ich tue, mit meinem Glauben oder Nicht-Glauben. Und Israel wird diese Früchte bringen, also diese Blätter und Blüten bringen, in Hinsicht, dass sie wieder zu der Tora nachgehen, zurückkehren und wieder das stark bringen werden. Nur Gott wird ihnen das nehmen müssen, weil Gott hat ihnen versprochen, ein neues Bund. Und das alte Bund gilt nicht mehr, nicht mal für die Juden. Also die können sich ruhig weiter ackern, der Teufel wird ihnen durch Gottes Hand, weil Gott lässt es zu, ja, der Teufel wird ihnen das Tempel und alles Opfer wegnehmen, weil Gott will keine Opfer von Tieren und von sowas. Und auch nicht mehr das Gesetz. Er wird ihnen ein neues Bund geben. Und natürlich, ihr könnt sehen, wie ihr wollt, die Bibel sagt es deutlich, man kann es nachlesen. Ja, meine Lieben, seid froh und munter, der Herr kommt bald. Die Türe ist schon offen, nur die Posaune hat noch nicht geschallt. Und bald wird es auch schallen, die Posaune, und wir werden es hören und wir werden nach Hause gehen. Lasst euch nicht irreleiten, weil es ist geschrieben, es kommen viele und die werden sie nicht schwach, meine Lieben. Mit der Macht des Teufels soll man nicht spielen. Die Bäume sehen so ähnlich aus, aber sind nicht von Gott. Und an ihre Früchte erkennt sie. Aber oft, bis wir sie an die Früchte erkennen, haben wir viel Leid zu tragen. Deswegen macht die Augen auf, betet und bleibt in Gemeinschaft mit solchen, die wirklich auch gute Früchte tragen. Gott segne euch reichlich und ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auf euch alle.